Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir kommen hier einfach nicht durch. Okay, da ist ein Haken. Ah ja, ein Haken. Trotz Rost sieht er noch recht stabil aus. Nimm ihn Mit mit. dem Haken könnte ich den Flaschenzug an der Decke befestigen. Gute Idee. Der ist verdammt gut verankert. Mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Ja. Okay. Ein Wunder, dass. Jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Nichts Interessantes zu sehen. Das Dach ist eingestürzt und hat den Raum unter sich begraben. Keine Chance. Die Tür ist verkeilt. Und auch wenn nicht, das Gebäude sieht mehr stark einsturzgefährdet aus. Ah, kommt denn? Ne. Wie kriege ich denn den Haken da raus? Ah, ich gehe jetzt erstmal zu dem Jungen zurück. Vielleicht hat der ja eine Idee. Hallo? Oh, wir können ihm sein Auto wiedergeben. Na du? Hallo. Schau mal. Boah, mein Auto. Und dann kann er uns das Beil geben. Für die Bäume. Ich muss weiter. Hältst du hier? Klar. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihm. Er hat das Beil nicht genommen. Das geht nicht. Da ist das Beil. Das Beil des kleinen Kerls hat seine besten Tage schon hinter sich. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. Kriege ich das denn damit raus? Ich versuche mit dem Beil den Haken zu lösen. Wenigstens ein Locker müsste er jetzt sein. Wunderbar. Entschuldigt, ich habe es wieder weggeklickt. Ich bin gerade ein bisschen vorschnell. Jetzt macht er die Dürfte Bäume länger dauern, weg. als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Später. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut 1,5 Meter gestutzt. Jetzt können wir hier zusammenbinden und daraus so ein Dreidingens bestimmt Wie machen. war das noch? Irgendwie konnte man aus drei Hölzern einen Dreibaum binden. So und so. Ja, genau. Und jetzt ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Ich weiß immer noch nicht, was das Ich ist. platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Ach, sowas. Oh, jetzt warten. Oh. Na gut, versuchen wir es. Oh Darren! Scheiße. Okay, der war falsch. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein.
Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Und nun? Ach, mit der maroden Decke ist ja scheiße. Reicht gerade so von der Länge her. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält. Ach, er kann jetzt schon... Oh, wir brauchten das gar nicht... Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurchzuquetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Das Labor. Oder? Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behauene Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Eher wie aus einem Frankenstein-Film. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein. Aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Eine Mappe. Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass. Noch irgendwas? Außer dem Tresor? Ein Poster? Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. A, B, positiv und negativ gibt's viel, genauso wie B. A ist wow, relativ wenig und 0 soll sogar sehr, sehr wenig sein. Das ist ja so lustig, ne? Gehört jetzt hier zwar überhaupt nicht hin, aber man sagt wirklich immer so, dass 0 total selten ist, ne? Aber ich kenne so viele Leute, die Blutgruppe 0 haben. Erstmal, alle meine Ex-Partner hatten 0. Dann meine Stiefschwester hat 0, ihr Mann hat 0. Also es ist echt unheimlich eigentlich, ne? Das ist echt unheimlich. Die meisten Menschen haben die Blutgruppe AB. Danach kommt B, dann A und recht selten ist dann Blutgruppe 0. Also ich weiß von meinem Vater, dass der AB negativ hat. Und meine Mutter hat AB positiv. Was ich für eine Blutgruppe habe, weiß ich gar nicht. Holla, ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Hier gibt es eine Tabelle. Die meisten... Funktioniert tadellos. Aber beim Tresor wird er mir nicht weiterhelfen. Okay. Funktioniert, aber beim Tresor... da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Zeitungsausschnitte. Von 1981. 12 Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord.
Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie, der erst 12-jährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch 2 Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek-Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an 3 der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor 2 Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... bla 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 bla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor 12 Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Tresor an. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Okay. Tja, ich kann hier nur raten. A, B, B, A, B und 0. Oder ist das eine 0? Das sind Blutgruppen. Da muss es irgendeine Reihenfolge geben, die mit Blutgruppen zu tun hat. Hä? Gut, überstanden. A, B, A, B und 0. Oder ist das eine 0? Das sind Blutgruppen. Da muss es irgendeine Reihenfolge geben, die mit Blutgruppen zu tun hat. Ich komme nicht drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt einfach mal ganz knackig. Ja, komm, wir könnten es jetzt auch so lösen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen das jetzt mal in A, B. Dann in B. Und in A. Die 0. Jawohl. Blutgruppen, Leute. Blutgruppen. Super. Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl. Und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was will Angelina damit? Braucht sie es selber für irgendwas? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann sehen wir weiter. Mehr als die Blutkonserven ist da nicht drin. Und ich weiß, was ich wissen musste. Angelina war hinter dem Blut der Gordons her. Die Frage ist, wieso und was ich damit zu tun habe. Gut, dann gehen wir halt... Boah, oh. Warst du in der Gruft? Habe ich mich erschrocken. Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto! Der andere Mann ist zurück! Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen, ja? Cool. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Du
Gut, aber wir müssen jetzt nach Hause, ne? So habe ich das. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Ein zwar alter, aber... Können wir schleichen? Hm, da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte und... Mir egal, was mit deinem Kopf ist, du dämliches Stück Scheiße. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier Ausschau nach dem Arschloch. Okay. Ich komme nie bis zum Auto. Tom würde mich entdecken und ich glaube, ich habe eine Waffe gesehen. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Nur wie. Der Riss im Schlauch ist so groß, dass sich das Wasser auch einfach gleich... Ein zwar alter, aber... Was könnte man tun? Habe ich denn Hilfe? Und mir seinen Wagen stammt. Aber er hat eine Waffe und ich fürchte, dass er sie auch einsetzen wird, wenn ich in den Garten gehe. Ich sollte Tom nach hinten locken. Vermutlich war er noch nicht hier und kennt auch das Matschloch noch nicht. Ja. Ja. Aber. Das Problem ist, dass ich, was kann ich denn jetzt eigentlich mit dem Dingens machen und... Wie kriege ich den denn nach hinten? Ich weiß nicht. Lass mal noch mal da hinten. Haben wir hier denn noch irgendetwas? Außer den Morast nichts. Hier ist auch gar nichts mehr, ne? Haben wir hier irgendwas? Da ist noch ein Buch. Nee, ein Rohr. Ein Stück Plastikrohr. Ich stecke es ein. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Solange ich nicht weiß, wozu, zünde ich hier gar nichts an. Kann ich schauen? Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So, damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Na toll. Der Schlauch passt genau nicht in das Rohr. Wenn ich es vorher erhitze, müsste es sich ausdehnen und ich könnte die Schlauchenden verbinden. Das habe ich doch gerade... Ja, ich wollte das jetzt eigentlich nicht tun. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nur ausprobiert. Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen.
Und wir können da dann mit dem Schlauch das Wasser in den Morast reinfüllen und dann ihn so die Falle stellen, dass er dann versinkt. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Fertig. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. So, komm, beweg dich. Sitzt. Einfach aufdrehen? Ich dachte, da rein. Erst einmal sollte ich das andere Ende des Schlauchs irgendwo platzieren. Ja, ach so, ich muss da hinten hingehen. Musst du dafür ganz reingehen? Hättest du eigentlich hier über den Baum so schmeißen können? Der Schlauch ist platziert. Also gut, setzen wir den Morast unter Wasser. Genau, das hatte ich jetzt auch vor. Und dann den Tom dahin locken und ja, er versinkt dann erstmal. Später. Das müsste reichen. Von hier sieht es gar nicht so viel anders aus. Aber ich habe mindestens 100 Liter Wasser in die Erde gepumpt. Sie wird deutlich weicher sein als zuvor. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt wieder nicht so klappen wird, wie ich mir das vorstelle, weil ich wahrscheinlich wieder irgendetwas anderes holen muss oder sonst irgendetwas machen muss. Ach so, wir pfeifen nur. Hey, Tom! Oh. Renn, Darren, renn! Halt! Stehen bleiben! Keine Bewegung oder ich schieße! Und das wäre dann sicherlich das Highlight deiner letzten 5 Minuten auf Erden. Hol mich hier raus! Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht gerade noch erschießen? Ich will hier raus! Dann wirf deine Waffe dort in den Sumpf und gib mir deine Autoschlüssel! Ich werde... elendig verrecken? Natürlich einfach gehen. Hier! Jetzt hol mich raus! Nicht so schnell. Was ist mit Angelina? Steckt sie in der Sache drin? Ich hab dir schon gesagt, dass ich keine Angelina kenne. Das wage ich zu bezweifeln. Sie war vor ein paar Tagen im Dorf. Dann habe ich sie nicht gesehen. Sie wäre dir bestimmt aufgefallen. Nochmal, ich kenne keine Angelina. Und im Dorf hat niemand rumgeschnüffelt außer dir, kapiert? Wirf mir endlich ein Seil zu! Oder irgendwas! Fragen wir noch mehr. Wer hat den Auftrag gegeben, mich zu entführen? Du sollst mich hier rausholen! War es dieser Geheimbund? Ich weiß nichts von einem Geheimbund! Der Orden! Das sagt dir nichts? Doch! Ist ja gut. Ich sollte dich finden, betäuben und hierher bringen. Und dann? Sie wollte sich per Telefon melden und mir weitere Instruktionen geben. Sie? Eine Frau. Klang ziemlich alt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wollte nicht, dass ich in Willow Creek bleibe? Ja, ich sollte dich so schnell wie möglich hierher bringen. Weißt du, wer zum Orden gehört?
Keine Ahnung. Ich habe diese Freaks nur mal bei der Mine beobachtet. Hatten alle Masken auf. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also gut, ich hau ab. Die Polizei wird bald hier sein. Hol mich endlich hier raus! Warum? Glaubst du ernsthaft, du könntest darin versinken? Idiot. Okay, es hat also doch nichts mit dem Geheimbund zu tun. Kann es sein, dass uns vielleicht jemand retten wollte? Jemand wollte uns wegbringen, damit wir von dem Geheimbund eben nicht gefangen genommen werden? Trotzdem glaube ich immer noch, dass Angelina irgendwas zu verbergen hat. Ich weiß nicht. Entschuldigen Sie, Sir. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Wer hat ihn abgegeben? Das weiß ich nicht. Er war im Briefkasten des Hotels. Aber es ist keine Briefmarke drauf. Er muss also eingeworfen worden sein. Aha. Danke. Er ist von Angelina. Lieber Darren, ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich beschäftige mich schon länger mit Willow Creek und Black Mirror. Und habe in Biddeford nach dir gesucht. Ich bin da auf etwas gestoßen, von dem ich hier nicht schreiben möchte. Nur so viel, du bist in Gefahr. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dir nach dem Leben trachtet. Schon in Maine waren sie hinter dir her. Mich haben sie hier in Willow Creek erwischt. Ich konnte fliehen und verstecke mich seitdem an einem sicheren Ort. Erst heute habe ich erfahren, dass du hier bist. Ich werde dir alles erklären und hoffe, dass du mir verzeihen wirst. Nein, ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, wenn du erst die schreckliche Wahrheit kennst. Komm heute Abend um 11 zum alten Leuchtturm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Dort werde ich dir alles erklären. Gemeinsam können wir diesem Spuk ein Ende machen. Pass auf dich auf und vertraue niemandem. Du weißt nicht, wer alles zum Orden gehört. Angelina. Stinkt so nach Falle. Angelina ist am Leben, das ist die gute Nachricht. Aber was für ein Spiel spielt sie? Kann ich ihr trauen? Nee. Sie hat mich belogen. Sie wusste die ganze Zeit über diesen Ort Bescheid. Und Reginald Boris war bestimmt auch kein Unbekannter für sie. Die Frage ist, auf welcher Seite steht sie? Welches Ziel verfolgt sie? So oder so. Ich werde es heute Abend am Leuchtturm erfahren. Aber ich sollte mich absichern. Die einzige Stelle, an der ich ein paar ehrliche Antworten erhalten kann, ist die Chronik der Gordons. Wenn ich weiß, welche Rolle der Orden spielt, kann ich davon vielleicht ableiten, welches Spiel Angelina spielt. Ich muss einen Weg finden, die Chronik im Museum zu lesen. Wie kommen wir da jetzt hin? Momentan wüsste ich nichts. Okay. Ich wüsste nicht, was ich mit denen bei... Die sind immer noch da? Bobby ist zwar weg, aber solange hier die Touristen rumlaufen, komme ich nicht an das Buch. Vielleicht kann ich mich verstecken und warten, bis das Museum geschlossen wird. Im Schrank. Ja, ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Dann heißt es warten. In einer Stunde müsste das Museum schließen. Kaum zu glauben. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Es ist aber erst kurz nach 21 Uhr. Und ich habe noch genug Zeit, mir die Chronik anzusehen und zum Leuchtturm zu gehen. Es ist nur verdammt dunkel hier. Gut, dass jetzt... Jetzt bin ich schon wieder dran. Ich komme andauernd dran. Muss ich mal umsetzen. Oh, mein Gott. Gotthalle. So. Ich bin wieder dran. Machen wir erstmal die Vitrine auf. Ist offen. Aber ich muss mich leider bei euch verabschieden. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.